Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Meg, also dem Megalodon. Ein neuer Actionfilm mit Jason Statham, den wir jetzt hier endlich mal wieder auf der Leinwand sehen. Und was der Film so kann, das erfahrt ihr jetzt. Oh mein Gott. Es ist ein Megalodon. Forscher entdecken vor der Küste Chinas, dass der Meeresboden an einer bestimmten Stelle wie eine Art Unterwasserwolke ist, und daraufhin schicken sie ein Tauchboot durch diese Wolke, und plötzlich ist dort eine ganz neue, unberührte Welt mit ganz vielen verschiedenen neuen Lebewesen, unter anderem auch einem Megalodon. Den bekommen sie aber erst zu sehen, oder eigentlich erst gar nicht zu sehen, denn er greift sie an und sie wissen nicht, was es ist. Und das U-Boot ist dann so beschädigt, dass nur ein Mann sie retten kann, nämlich Jason Taylor, der ja schon sich einen bestimmten Namen gemacht hat, dementsprechend vielleicht auch nicht so einen guten Ruf hat. Allerdings ist er der Einzige, der es schafft, Menschen aus so einer großen Tiefe zu retten, zu bergen. Und dementsprechend muss er da irgendwie hin und mit an Bord geholt werden. Nachdem die Rettungsaktion mehr oder weniger geglückt ist, konnte leider aber auch der Megalodon entwischen, mit an die sozusagen obere Welt gelangen, und von nun an geht es darum, diesen irgendwie zu stoppen, damit er halt zum Beispiel keine Menschen anfällt oder halt andere Lebewesen, sagen wir mal, gefährdet. Das ist die Grundstory, und ja, es ist versucht, pseudowissenschaftlich zu erklären. Es ist ganz nett, die Herangehensweise, aber wirklich gut ist es nicht erzählt. Zum Glück nimmt sich der Film nicht allzu ernst. Deswegen, also er nimmt sich manchmal so ein bisschen selbst auf die Schippe, was ganz gut ist, und es passiert auch immer wieder mal ein bisschen was Überraschendes. Aber sonst ist das wirklich nicht gut erzählt, und es gibt auch immer einen so einen Witzbold, der irgendwie blöde Witze reißt, was mich persönlich sehr gestört hat. Und der eigentlich so gefühlt nur da ist, um Witze zu reißen, aber nicht um irgendwie was richtig Handfestes zu tun. Also der ist irgendwie immer nur dabei. Dementsprechend so von der Geschichte her, ja, also im Genre würde ich jetzt hier 3 von 5 Punkten geben, weil es halt für einen Actionfilm ist es so okay. Insgesamt wären wir hier nur bei 2, aber für einen Actionfilm reichen 3, das ist voll in Ordnung. Dementsprechend komme ich jetzt zum Cast, und ich muss sagen, Jason Statham ist hier wirklich in seinem Element. Also er kriegt das richtig, richtig gut hin hier so als Schwimmer, Action, das passt bei ihm sehr gut zusammen. Der Rest vom Cast ist eher so lala, also nicht wirklich überzeugend. Wir haben einen sehr hohen Anteil an chinesischen Schauspielern, liegt halt daran, dass der Film hauptsächlich auch in China produziert wurde und die auch wahrscheinlich relativ viele Produktionsgelder noch zusätzlich dadurch bekommen haben. Und man muss sagen, die chinesischen Schauspieler spielen eigentlich nur gut, wenn sie ihre Muttersprache sprechen. Sonst ist das nicht so wirklich überzeugend und es wirkt eher hölzern. Deswegen vom Cast hier leider kann das Jason Statham nicht rausreißen, weil ich den Rest auch persönlich nicht kenne von den Schauspielern. Dementsprechend hier nur 2 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, ist der Film mit den Haien eigentlich ganz schön geworden. Die sehen auch soweit alle ganz gut aus. Nicht überragend, aber ist in Ordnung. Die Sets sind eigentlich auch relativ cool und auch die Locations, aber das wird dann teilweise durch diesen richtig schlechten Greenscreen kaputt gemacht, und dadurch sehen die Bilder halt teilweise echt billig aus. Kamera, ja, ist nicht immer on point scharf, muss man leider sagen, funktioniert nicht so, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Und ja, sonst ist der Film in Ordnung, solide, nichts Besonderes, 3 von 5 Punkten. Ja, deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit, und ich muss sagen, ja, insgesamt ist Meg ein durchschnittlicher Actionfilm geworden. Also mit der weiße Hai hat das nicht mehr so viel zu tun, denn wirklich Angst bekommt man vor diesem Hai nie, oder es ist nie eine ausweglose Situation. Dementsprechend, ja, ist eher ein Actionfilm und kein so eine Art Horror-Thriller, wie der weiße Hai es mal war. Und vor allem kommt es dazu dann auch noch, dass es ein PG-13 bzw. wahrscheinlich in Deutschland ein FSK 12 ist. Und dadurch gibt es für Actionfans weder irgendwelche heftigen oder blutigen Kills oder Action-Szenen, sondern das Ganze ist eher so ein bisschen weichgespült und vor allem extrem massentauglich gemacht. Was ich halt so ein bisschen schade finde, weil wir kennen Jason Statham, der macht eigentlich gerne etwas heftigere Actionfilme, und das hätte dem Film hier vielleicht auch ganz gut getan.
Bestes Beispiel finde ich zum Beispiel Piranha, ist ein sehr cooler Actionfilm geworden. Klar, keine tiefgehende Story, ein bisschen absurd alles, aber so ist es ein cooler Actionfilm damals gewesen. Deswegen hier von meiner persönlichen Meinung her, ja, 3 von 5 Punkten ist kein überragender Film geworden. Und dementsprechend sind wir dann hier auch nur bei einer Gesamtwertung von 11 von 20 Punkten. Ist okay, Genrewertung mit eingerechnet, aber sonst ja, nicht wirklich überragend das Ganze geworden. Hätte ich mir wirklich mehr erwartet, aber das Embargo, das jetzt wirklich am Donnerstag, dem Starttermin um 0:01 Uhr ausläuft, ja, das verrät schon so ein bisschen, was sich Warner auch bei diesem Film erwartet hat. Vor allem muss man sagen, aktuell für Leute, die ins Kino gehen, es läuft gerade auch noch Ant-Man, es läuft gerade noch Mission Impossible und vor allem nächste Woche läuft dann der Equalizer 2 an. Also das sind alles Actionfilme rundherum, die um einiges besser sind als The Meg. Dementsprechend, ja, wäre mehr drin gewesen, schade, und Actionfans bekommen eine relativ gute Actionkost, nichts Überragendes, aber auch nichts so ultra Schlechtes. Es ist solide, sauber, an manchen Stellen nicht überall, aber ja, kann man sich angucken, muss man aber nicht. Actionfans, die beim Trailer Bock haben, können reingehen. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei und ja, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!